Seite 123 steht im Buch oben, du sollst einen Kreis zeichnen. Wir machen es mit einem normalen Blatt Papier und das habe ich hier schon. Wir falten das Blatt einmal in der Mitte und zwar genau, dass wirklich die Kanten genau aufeinander landen. Dann falten wir das gefaltete Blatt noch einmal genau hinunter. Ja. Noch einmal ganz genau hinunterfalten. Dann klappst du das Ganze wieder auf und hast jetzt hier ein Blatt liegen mit einem Kreuz. Und dieses Kreuz ziehst du bitte mit einem Stift nach. Ich mache es hier absichtlich mit einem ganz dicken, damit du es gut siehst. Ja, das Lineal ist nicht perfekt, aber es klappt. So, das hast du jetzt vor dir liegen. Und hier entdecken wir vier rechte Winkel, und zwar genau in der Mitte bei diesem Punkt. Die äußeren interessieren uns jetzt momentan weniger. Und zwar, hier ist ein rechter Winkel. Einen Winkel zeichnet man immer mit einem kleinen Bogen ein. Und wenn es ein rechter Winkel ist, bekommt der Bogen einen kleinen Punkt hinein. Daran erkennst du bei einer Zeichnung einen rechten Winkel. So, Achtung, Barbarik, Barbatrick. Ha, wo kommt denn die auf einmal her? Jetzt nimmst du deine Schere, die ich mir soeben hergezaubert habe, und schneidest von diesem Blatt einen Teil aus. Schön entlang der Linien. So, diesen hier nimmst du und da, wo der Punkt ist, das ist ein rechter Winkel. Jetzt kannst du alle möglichen Dinge bei dir kontrollieren, ob es rechte Winkel sind. Zum Beispiel das Buch. Weil wir gerade das Buch haben, das Buch ist ein Rechteck. Aber warum heißt es Rechteck? Weil es vier rechte Winkel hat. Alle Rechtecke haben vier rechte Winkel. Und was noch gilt, ist, dass ein Rechteck immer zwei gegenüberliegende Seiten hat, die gleich lang sind. Die Breite und die Länge jeweils. Und bei der Nummer 3 sollst du einfach mal nachdenken, hat ein Dreieck drei rechte Winkel? Es geht sich allerhöchstens aus, ich verrate es dir, dass ein Dreieck einen rechten Winkel hat. Hier geht sich das nie aus und hier auch nicht. Die meisten Dreiecke haben nicht einmal einen rechten Winkel. Wenn ein Dreieck einen rechten Winkel hat, dann heißt es auch rechtwinkeliges Dreieck. Aber das ist eine andere Geschichte, die erzählen wir irgendwann einmal später. Und ansonsten überprüfst du die Aussagen in der Nummer 3 auf Seite 123 und schaust, ob es ja oder nein, richtig oder falsch ist. Die Seite 124 sollst du auch heute machen oder eventuell auch morgen am Freitag. Du hast ja am Freitag noch ein bisschen Zeit, da gibt es keine neuen Aufgaben, auch keine neue Erklärsendung. Und hier ist eigentlich alles wirklich gut erklärt. Das Geodreieck habe ich dir, glaube ich, schon einmal ausführlich in der Klasse erklärt. Und jetzt sollst du es nur richtig anwenden. Im Übungsteil sollst du jetzt wieder den rechten Winkel entweder zeichnen oder markieren, kennzeichnen,
schauen, ob es überhaupt rechte Winkel sind, bei der Nummer 2 sind. Nicht alles rechte Winkel, bitte schau genau, überprüfe mit dem Geodreieck und nicht mit den Fingern. Bei Nummer 3 sollst du die Längen rot nachziehen und die Längen sind die längere Seite und die Breiten blau. Beide Breiten blau, beide Längen rot. Nummer 4, zeichne die Rechtecke ins Heft, miss genau. Achtung, da gibt es mal sowas wie 5 cm, 5 mm. Das sind dann 5 cm und 5 kleine Stückel dazu. Die Nummer 5, das ist was für die Schlauberger. Jeweils eine gerade Linie in die Fläche zeichnen, dass zwei Vierecke entstehen. Achtung, es müssen nicht zwei Rechtecke sein, aber Flächen mit vier Ecken. Schnelles Beispiel dazu. Ich nehme mir die zweite Figur, das ist ein Trapez. So heißt diese Figur. Und dieses Trapez hat 1, 2, 3, 4 Ecken, ist ein Viereck. Jetzt sollst du eine Linie zeichnen, eine gerade Linie, dass zwei Figuren mit vier Ecken entstehen. Wenn ich die Linie hier durchzeichnen würde, würde zum Beispiel hier nur ein Dreieck entstehen. Die Linie muss also so sein, dass sie nicht durch eine Ecke geht. Die kann jetzt so sein, dann hast du hier ein Viereck und hier ein Viereck. Oder sie könnte so sein, dann hast du hier ein Viereck und hier ein Viereck. Also auch gar nicht so schwer. Und bei der Nummer 6 sollst du einfach wieder Aussagen überprüfen, die auf Flächen zutreffen können. So, jetzt habe ich das richtige Deutschbuch für euch für den Donnerstag, wirklich den Teil 2. Und daher können wir uns jetzt mit den richtigen Aufgaben beschäftigen und ich kann dir auch an der Tafel ein bisschen was zeigen. Heute sieht es nach mächtig viel Arbeit aus, nämlich Seite 48 und 49 im Teil 2 der Sprachlichter. Wie du unschwer erkennen kannst, geht es um Berufe. Du hast hier viele Bilder auf beiden Seiten, wo du Berufe abgebildet siehst. Jetzt sollst du dann ein Berufe-Rätsel aufschreiben. Ich schreibe dir hier mal eines auf. Wenn dir gar nichts einfällt, dann hast du die Aufgabe, dieses Rätsel zu beantworten. Aber Achtung, der Beruf, den ich hier aufschreibe und den du erraten sollst, steht nicht im Buch. So, bist du schon neugierig auf das Rätsel? Dann pass gut auf. Mein erster Satz lautet: Meistens bin ich in Räumen mit anderen Menschen zusammen. Hast du es nach dem ersten Satz schon erraten? Vielleicht fällt es dir nach dem zweiten Satz etwas leichter. Meine Arbeitszeit ist von 8 Uhr bis spätestens 15.30 Uhr. Wer hat es nach dem zweiten Satz gewusst? Schau mal, ob es stimmt. Mein dritter Satz heißt: Zur Arbeit brauche ich keine spezielle Kleidung. Wer hat es nach dem dritten Satz schon gehabt? Lass dich überraschen, ob es stimmt. Wer es noch nicht hat, vierter Satz als nächste Hilfe. Ich arbeite für die Gemeinde Wien und den Staat Österreich. Wer hat es nach dem vierten Satz gewusst? Einen Hinweis habe ich noch. Achtung, mein fünfter Satz. Was ich gut können muss, ist Kindern etwas zu erklären. Also wenn du es jetzt noch nicht hast, dann musst du auf die Auflösung warten. So,
Erstens glaube ich, du weißt es schon längst. Und zweitens kommt jetzt die Auflösung. Ich bin Lehrer. Und jetzt weißt du auch schon, wie du einen dieser vielen Berufe auf diesen zwei Seiten versuchen kannst, als Rätsel zu beschreiben. Bitte verwende den Beruf nicht in deinen Sätzen. Ich freue mich auf deine Rätsel. Es dauert leider noch ein bisschen, bis wir uns in der Klasse wiedersehen. Aber wenn wir uns sehen, werden wir diese Rätsel dann gemeinsam in der Klasse lösen. So, und auf Seite 49 hast du eine Aufgabe, die wir eigentlich zu zweit machen wollten mit euch. Aber das geht halt in diesem Fall nicht. Also versuche auf der Nummer 1, wo eigentlich die Berufe ja relativ klar sind, wie sie zusammengehören, versuche mit dem ersten Teil und dem zweiten Teil lustige Berufe zu erfinden. Zum Beispiel, wie wäre es mit einem Tanzbegleiter oder einem Fußballmechaniker? Wem von euch fallen die lustigsten Berufe ein? Schreibe bitte 5 ganz lustige Berufe mit diesen Wörtern auf. Auch mit Berufen hat deine heutige Aufgabe im ABC der Tiere zu tun, und zwar auf Seite 86 und 87. Ein Lesetext. Ich versuche jetzt hier, dir einmal das vorzulesen. Du liest still mit, nachher liest du es selber laut. Ich werde dir auch Wörter erklären, die du vielleicht nicht verstanden haben könntest. Zimmerer. Ein Beruf mit Tradition und mit Zukunft. Zimmerer oder Zimmermann ist einer der ältesten Berufe. Schon vor 4000 Jahren wurden Blockhäuser aus Holz gebaut. Vor 600 Jahren errichteten die Zimmerer kunstvolle Fachwerkhäuser, die siehst du auf dem Bild gleich daneben. Zu dieser Zeit gründeten die Handwerker ihre Zünfte. Sie gaben sich Regeln für die Arbeit, die Ausbildung der Lehrlinge und für ihre Berufskleidung. Zunft ist nichts anderes als ein Zusammenschluss aller Zimmerleute oder bei anderen Berufsgruppen, von mir aus aller Schlosser. Das war eine Zunft. In den mittelalterlichen Städten hatten alle Zünfte ihre Vertretungen und wurden zum Beispiel von der Stadtverwaltung immer wieder gehört, welche Wünsche sie haben. Ich lese jetzt wieder weiter. Diese Zünfte gibt es heute nicht mehr. Die Holzbearbeitung hat sich durch die modernen Maschinen stark verändert. Auch Frauen üben das Zimmererhandwerk aus. Trotzdem sind einige Bräuche der Zimmerer bis heute erhalten geblieben. Der bekannteste ist die Walz. Jetzt nicht fragen, was das heißt, es wird gleich erklärt, nämlich im nächsten Satz. Die jungen Zimmerleute wandern oder reisen durch Europa und manchmal auch durch die ganze Welt, um in verschiedenen Zimmereibetrieben zu arbeiten. Sie bilden sich dabei weiter und sammeln Erfahrungen. Auf der Walz tragen die Zimmerer ihre traditionelle Kluft. Kluft bedeutet Bekleidung. Diese besteht aus einem breitkrempigen Schlapphut oder Zylinder, einem schwarzen Samtanzug, einem weißen Hemd ohne Kragen und schwarzen Schuhen. Ein Ohrring im linken Ohr und die Zunfturkette
mit den Wappen der Städte, in denen die Zimmerleute auf der Walz gearbeitet haben, gehört dazu. Zu der Uhrkette vielleicht ein bisschen was. Die Uhrkette war, früher hatte man Taschenuhren, keine Armbanduhren. Man hat Uhren an einer Kette gehabt, die waren in einer Tasche. Wenn man die Zeit wissen wollte, nahm man die Uhr heraus, der Deckel von der Uhr wurde aufgemacht und man sah, wie spät es ist. Und diese Uhrketten waren oft halben Meter lang teilweise. Und da haben die Zimmerleute die Wappen der Städte, in denen sie gearbeitet haben, draufgegeben, der Reihe nach. So, jetzt geht es weiter auf Seite 87. Die Bauernhäuser im Alpenvorland wurden meistens mit einem Erdgeschoss aus Steinen aufgebaut. Steine als Baumaterial waren sehr teuer. Holz gab es aber genug in dieser waldreichen Landschaft. Deshalb wurden die oberen Stockwerke und das Dach aus Holz gebaut. Gleich neben dem Text hast du das Bild von so einem Bauernhaus. Und Alpenvorland bedeutet nichts anderes als die hohen Berge in Österreich, das sind die Alpen. Und das, was dann Richtung Wien immer weniger hoch wird, das nennt man Alpenvorland. Tatsächlich sind aber auch die Bauernhäuser in den Alpen oft so gebaut worden. Das galt wirklich für alle Bauernhäuser. Mit dem nächsten Absatz lese ich weiter. Und auch da gibt es wieder ein passendes Bild daneben. Hier entsteht ein Fachwerkhaus. Jeder Balken muss genau zugeschnitten sein, damit er an seine Stelle passt. Nicht zu kurz und nicht zu lang. Maurer füllen die freien Flächen zwischen den Balken mit Mauerwerk aus. In modernen Zimmereibetrieben werden die Balken und Holzwände automatisch zugeschnitten. Roboterarme bewegen die schweren Balken, ein Computer steuert die Maschine. Der Zimmerer überwacht den Zuschnitt. Du siehst das auch auf dem Bild daneben. Und wenn du zufällig mal in einen Baumarkt kommst, kannst du so etwas sogar beobachten, wie die Arbeiter dort, die Angestellten, das Holz von einem Computer steuern lassen, wohin das geschoben wird. Das müssen die oft gar nicht mehr mit der Hand machen. Und der letzte Absatz. Die Zimmerer sind mit ihrer Arbeit an einem neuen Haus fertig, wenn die Dachbalken gesetzt sind. Das wird gefeiert. Der Zimmerer wünscht beim Richtfest dem Haus und seinen Bewohnern alles Gute. Am Bild daneben siehst du so einen Zimmerer bei einer Richtfeier. Da siehst du auch gleich diese Tracht, die wir schon gehört haben. Schlapphut, schwarze Weste, schwarze Hose, weißes Hemd ohne Kragen. Und er hat ein Gläschen mit Hochprozentigem in der Hand und das wird er dann auf das Wohl des Hauses leeren. Ja, das war's dann auch schon. Lies jetzt den Text selber, laut bitte, wenn es geht. Vielleicht liest du ihn deinen Eltern oder kleineren Geschwistern vor, damit wissen die auch gleich, dass du schon sehr gut lesen kannst.